Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein neues Aufgegessen-Video und ich zeige euch einen Sack voll veganer Sachen. Das ist kein Product Placement. Auf jeden Fall habe ich vieles ausprobiert. Es ist, glaube ich, nicht so viel wie die letzten Male, aber einige Sachen sind doch dabei, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe. Wer das Format Aufgegessen noch nicht kennt, ich zeige euch hier die Produkte, die ich ja aufgegessen habe. Allerdings natürlich keine Sachen wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und so weiter, sondern eben vegane Ersatzprodukte, Süßigkeiten, Eis, Fertiggerichte, Fleischersatz, Fischersatz und so weiter und gebe euch meine Meinung dazu und eine Empfehlung. Oder wenn das Produkt eben nicht so gut war, dann sage ich euch das eben auch, sodass ihr einen Fehlkauf vermeiden könnt. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lang drum herum, sondern fange direkt an. Das allererste ist der Barista Haferdrink mit Soja von DM Bio. Ich muss sagen, der hat sich zwar sehr gut aufschäumen lassen, aber da kann ich einen Kommentar nur bestätigen. Und zwar ist der Schaum eher wie Badeschaum. Also der Schaum ist nicht so, sage ich jetzt mal, vollmundig, sondern so leicht. Und ich finde das nicht so lecker im Kaffee. Ich denke daher, dass ich den nicht nochmal nachkaufen würde. Ich mag da lieber wirklich eine reine Sojamilch. Oder Hafermilch lässt sich auch ganz gut aufschäumen. Mein Klassiker ist ehrlich gesagt die Alpro Vanille. Vielleicht probiere ich da aber auch mal was anderes aus. Einfach eine andere Marke, die biologisch ist. Ja, wie gesagt, lässt sich aufschäumen. Aber ich finde den Schaum nicht so mega geil. Also ist halt schon ziemlich schaumig, aber die Schaumkonsistenz ist einfach nicht das, was ich so erwarte bei einem Milchschaum, sondern eher wie Badeschaum. Das hat es ganz gut getroffen. Dann habe ich hier diese glutenfreien Brötchen ausprobiert. Vielleicht für die Leute interessant, die Zöliakie haben oder zum Beispiel Weizen nicht so gut vertragen wie ich in meinem Fall. Habe das gemerkt, dass ich in letzter Zeit zu viel Weizen konsumiert habe und wollte das mal ein bisschen runterschrauben, hatte aber Lust auf ein Brötchen. Die fand ich total lecker. Die haben unten drunter Sonnenblumenkerne, oben drüber haben die, ich glaube, Mohn und andere Saaten. Fand ich gut. Die gab es bei Aldi Süd in meinem Fall für ein bisschen mehr als 2 Euro. Zum Thema Weizen, ja, diese Grillbratwürste auf Basis von Tofu und Weizeneiweiß, die finde ich an sich ziemlich lecker. Ich habe euch ja mein veganes Corn Dog Rezept veröffentlicht und da habe ich genau diese auch benutzt. Das ist auch von Aldi Süd. Das sind ja diese veganen Würstchen, das sind 2 Stück, die habe ich dann in kleine Stücke geschnitten. Kann man nicht viel zu sagen, finde ich ganz gut. Auch auf dem Grill funktionieren die eigentlich ganz in Ordnung, wenn man zum Beispiel im Sommer mal eingeladen ist zu einem Grillfest oder so. Einer meiner allerliebsten Tofus, wollte ich einfach nochmal mit einbringen, ist wirklich der von Aldi Süd. Ich habe jetzt auch wieder 3 Packungen gekauft, weil es den nicht immer gibt, weil er relativ schnell ausverkauft ist. Ich finde, neben dem vom Rossmann ist das einer der besten. Also wenn ihr eine Abneigung gegen Tofu habt und noch keinen Tofu gefunden habt, der euch wirklich schmeckt, dann probiert es wirklich erstmal mit einem Räuchertofu. Wenn ihr den zum Beispiel kross anbratet, ist das so ein bisschen wie Schinken. Und wenn ihr den Streifen schneidet aufs Brot, ist der auch super lecker. Der hat eine festere Konsistenz. Ich mag nicht ganz so gerne den von den anderen Discountern, weil der so ein bisschen squishy ist, so ein bisschen schwammig irgendwie. Und der ist halt richtig schön fest, komplett, und deswegen mag ich den super gerne. Also den oder den von Rossmann kann ich euch absolut empfehlen. Dann habe ich etwas Süßes ausprobiert, und zwar die dunklen Schokotrüffel. Die gibt es bei DM zu kaufen, sind im Übrigen auch glutenfrei, sehe ich jetzt gerade. Und die finde ich sehr lecker, ist allerdings nur was für Leute, die gerne dunkle Schokolade mögen, weil wie man hier sehen kann, ist das eben dunkle Schokolade mit so einer Schokotrüffelfüllung. Sogar Fairtrade, vegan, biologisch und so weiter. Ist eine belgische Schokoladenmarke. Würde ich auch nochmal nachkaufen, ja. Wenn man sich mal was gönnen möchte, auf jeden Fall. Soll wohl auch handgefertigt in Belgien sein. Finde ich, ist eine gute Sache. Bei Aldi Süd gibt es nicht nur den Räuchertofu, sondern auch den normalen Tofu. Den kaufe ich ganz gerne und benutze ihn zum Beispiel entweder mariniert in einem Salat oder so oder kross angebraten im Curry, wobei ich da eigentlich lieber den vom asiatischen Supermarkt mag, aber der ist für mich halt super einfach erhältlich, sehr günstig, und deswegen kaufe ich den ganz gerne. Am liebsten mache ich daraus eigentlich Tofu-Rührei. Ja, finde ich immer lecker. Ja, dann habe ich den Rewe-Räuchertofu ausprobiert, und zwar in dieser kleinen Packung Rewe Bio, und der war ehrlich gesagt nicht lecker. Das ist genau das, was ich beim Räuchertofu nicht mag, dieses squishige, dieses schwammige in der Mitte, wo es nur außen ein bisschen fest ist. Den würde ich nicht nochmal nachkaufen. Da mag ich wirklich diese festeren Sorten von Räuchertofu sehr viel lieber. Ja, dann habe ich wieder einige Sachen von Like Meat aufgebraucht. Da finde ich es übrigens ganz gut, dass die Packungen insgesamt, also da ist ja auch nochmal Plastik drin, dass die aber komplett recycelt sind.
aus recyceltem Plastik, weil das ja schon eine relativ große Menge Müll ist. Das größte davon habe ich selbst gekauft, aber die hatten mir auch mal ein Paket zugeschickt mit 4 verschiedenen, aber ohne irgendwelche Forderungen oder ohne, dass ich dafür bezahlt werde. Ihr hattet mir ja auch mal ein Video geschrieben, so oft wie du Like Me zeigst und so gerne wie du die magst, könnten die dich eigentlich mal sponsern. Da haben die mir nämlich ein Paket mit 4 verschiedenen Sorten geschickt, die ich natürlich auch schon alle kannte. Darunter einmal Pulled Pork, mag ich total gerne in einem... in so einer Nudelfanne oder so. Grilled Chicken fand ich auch total lecker. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal in einem Food Diary gezeigt. Ich glaube, die habe ich aber tatsächlich bei Netto gekauft. Das vegane Hack wurde benutzt für... Kriege ich das jetzt noch zusammen? Wofür habe ich das vegane Hack benutzt? Es kann sein, dass ich das in Wraps oder so gefüllt habe. Ja, dann nochmal Grilled Chicken. Genau, eins davon habe ich auf jeden Fall selbst gekauft. Ich habe die eigentlich ganz gerne da. Zum Beispiel, wenn ich für andere Leute koche, dann benutze ich sowas ganz gerne, um einfach auch zu zeigen, vegan ist nicht nur Obst und Gemüse und Salat, sondern es gibt eben auch Alternativen, die sehr ähnlich schmecken und man muss auf nichts verzichten. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde die Like Meat Produkte am besten, vor allem, weil sie auch glutenfrei sind. Die Filetstücke Hähnchenart mag ich auch total gerne. Und ja, hier ist nochmal eine Packung Pulled Pork. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, was davon zugeschickt wurde, sondern nur, dass es generell, dass mir ein paar Packungen davon zugekommen sind. Genau, dann habe ich eine Schokolade leer gemacht und zwar die iChock. Und die gibt es im Biomarkt als auch bei DM. Die mag ich total gerne. Die White Nougat Crisp ist eine der liebsten Schokoladen für mich. Die ist super zart schmelzend auf der Zunge. Es ist wirklich ein heller Nougat mit knusprigen Stücken drin. Ja, wie soll man es anders sagen? Es ist halt eine White Nougat Crisp. Mega gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr mal bei DM seid, dann findet ihr die bestimmt. Wobei, bei Rossmann gibt es die, glaube ich, auch. Dann ist einmal leer geworden dieser Simply V Reibe-Genuss. Das ist halt ein veganer Reibekäse. Kann ich gar nicht viel zu sagen. Der schmeckt gut, der schmilzt mega gut, der schmilzt auch obendrauf sehr gut. Es gibt ja andere vegane Käsesorten, die so ein bisschen schwierig sind, weil man die auf das Nasse legen muss, also zum Beispiel auf die Tomatensauce, also unter dem Belag, damit die schmelzen. Aber der Simply V, der schmilzt eben auch oben drüber, ohne dass da noch zusätzliche Feuchtigkeit ist, was ich gut finde. Ah, my life. Ich habe gerade meine ganze Hose voll gesaut, weil diese Tofu-Wiener hier ein bisschen auslaufen. Das sind die Tofu-Wiener von Typhoon. Oh je, die sind schon eine ganze Weile da drin. Die sind auch zu Corn Dogs verarbeitet worden. Die fand ich auch ganz lecker, aber ich fand sie ein bisschen schwierig zu verarbeiten, weil sie doch relativ fettig sind und das ist nicht ganz so gut geeignet, wenn man diese Corn Dogs macht, weil die Panade ja irgendwie noch halten muss. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Cashew-Mousse leer gemacht. Das ist das von DM Bio. Finde ich super, super lecker und einfach. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es sogar auch günstiger, als wenn ihr das Cashew-Mousse selbst macht. Vor allem Bio-Cashew-Nüsse kosten sowieso erstmal mehr. Und hier hat man einfach direkt das Glas mit einer perfekten Konsistenz. Ich habe das super gerne in Suppen gemacht, einfach um das ein bisschen anzudicken, um das ein bisschen käsig zu machen. In der Lauchcremesuppe anstatt einem veganen Frischkäse passt Cashew-Mousse auch richtig gut. Das macht das Ganze einfach so käsig und sämig. Und zusammen mit Hefeflocken ist es wirklich mega, mega gut. Dann, oh Gott, noch mehr. Noch mehr Würstchen, Tofu, Wienerle. Die habe ich. Ah nee, die habe ich tatsächlich nicht zu. Oh ja, ich erinnere mich. Boah, das ist eigentlich schon eine ganze Weile her. Ich weiß, meine Mutter hatte irgendwie online bei irgendeinem Supermarkt bestellt und da hatten die, glaube ich, die Like Meat Produkte nicht. Und dann haben die stattdessen irgendwie Tofu-Wiener mitgeschickt und meine Mama lebt halt nicht vegan und hat dann gesagt so, hey Jessica, hier kannst du ein paar Sachen haben. Und die habe ich tatsächlich, weil ich nichts mehr im Kühlschrank hatte, auf Baguette gegessen, zusammen mit einem Rest veganen Käse und dann so überbacken und dann ein bisschen Tomatenketchup drauf. Die fand ich ganz gut, also von der Konsistenz her kamen die ganz gut ran. Okay, das ist jetzt echt schon eine ganze Weile hier. Ich denke mal bestimmt schon so 1,5 Monate. Und noch eine der liebsten Schokoladen für mich und die schmeckt auch allen, denen ich die bisher gezeigt habe. Das ist die Nirvana Vegan. Das ist wie eine Vollmilchschokolade außen und wenn die schmilzt und ich kann euch wirklich empfehlen, die Stück für Stück zu genießen und wirklich im Mund zerfließen zu lassen, denn das Innere wird dann richtig schön flüssig. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, als wenn ihr so ein Brot habt mit richtig viel Nuss-Nougat-Creme runter und ihr drückt dann drauf, das kommt dann so an den Seiten raus und das ist, oh mein Gott, das ist so gut. Ja, hier spricht ein kleiner Schokoladenfan. Das war jetzt soweit das, was ich leer gemacht habe. Vielleicht war hier wieder die ein oder andere Empfehlung für euch dabei. Probiert die Sachen gerne mal aus. Vor allem Räuchertofu, falls euch normaler Tofu nicht so gut schmeckt, dann versucht das wirklich mal. Ist auf jeden Fall wesentlich anfängerfreundlicher als normaler Tofu, weil da kommt es halt genau wie bei Fleisch auch darauf an, wie man das zubereitet, wie man es würzt und welche Sorte man auch wirklich hat. Weil manche Tofu-Sorten schmecken halt wirklich nach Arsch und manche Tofu-Sorten sind halt auch wirklich gut. Deswegen, lasst euch da nicht verunsichern, falls ihr mal eine Sorte erwischt, die nicht so lecker ist. Es gibt auch Sorten, die wirklich gut schmecken und
Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Ich verlinke euch jetzt hier drüben mal die anderen aufgegessenen Videos, falls ihr die bisher verpasst habt. Da sind einfach immer sehr viele Tipps bei, um sich im veganen Sortiment zurechtzufinden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.